Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich euch die besten Saugroboter bis 300 Euro vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als ich den Eufy RoboVac L60 zum ersten Mal in die Hände bekam, war ich gespannt, wie er sich im Alltag schlagen würde. Dieser kleine Helfer hat mich nicht enttäuscht. Seine Saugleistung von 5000 Pascal macht kurzen Prozess mit Haaren, Krümeln und Staub auf dem Boden. Einmal drüber und alles ist weg. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge zu bedenken. Das Modell kann auf bestimmten Teppichen Schwierigkeiten haben, besonders bei solchen mit Fransen oder unebenen Oberflächen. Außerdem benötigt er regelmäßig Wartung, wie das Reinigen der Filter und Bürsten oder das Entleeren des Staubbehälters, um optimal zu funktionieren. Im Vergleich zu anderen Robotersaugern auf dem Markt sticht das Modell mit seiner fortschrittlichen iPath-Lasernavigation und der Möglichkeit zur Erstellung genauer Karten der Wohnräume hervor. Diese Technologie ermöglicht es ihm, effizient und systematisch zu reinigen, ohne Bereiche auszulassen oder sich unnötig oft zu wiederholen. Der Saugroboter ist für jeden geeignet, der nach einer effizienten, smarten Reinigungslösung sucht. Besonders in Haushalten mit verschiedenen Bodenbelägen zeigt er seine Stärken, indem er seine Saugkraft automatisch anpasst. Die Fähigkeit, Schwellen und Teppichkanten bis zu 20 mm zu überwinden, sorgt dafür, dass er sich nahtlos durch deine Wohnung bewegt. Ein Muss für alle, die den Haushalt gerne einem kleinen, aber mächtigen Helfer überlassen möchten. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Beim Dreamitech D10S habe ich eine beeindruckende Reinigungsleistung erlebt. Seine Saugkraft von 5000 Pascal macht ihn zu einem echten Kraftpaket, das problemlos Staub, Haare und Krümel aufnimmt. Besonders hervorzuheben ist die Selbstentleerungsstation, die bis zu 65 Tage keinen Behälterwechsel erfordert, was für mich ein echter Gamechanger in Sachen Bequemlichkeit war. Ein Nachteil ist, dass er auf Teppichen, die eine intensivere Bürstenwirkung erfordern, weniger effektiv sein kann. Auch seine Mop-Funktion ist eher für leichte Reinigung gedacht und ersetzt keine gründliche Nassreinigung. Zudem muss man aufpassen, keine Kabel oder kleine Gegenstände auf dem Boden liegen zu lassen, da diese den Roboter stören könnten. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen sticht das Gerät mit seiner fortschrittlichen Navigations- und Hindernisvermeidungstechnologie hervor. Die Möglichkeit, Reinigungskarten für verschiedene Etagen zu speichern und No-Go-Zonen festzulegen, bietet eine personalisierte und gründliche Reinigungserfahrung. Die Integration von Sprachassistenten und die App-Steuerung runden das smarte Reinigungserlebnis ab. Der Saugroboter ist perfekt für diejenigen, die eine leistungsstarke, aber dennoch intelligente Reinigungslösung suchen. Er ist besonders für Haushalte mit verschiedenen Bodenarten geeignet, wobei man bei der Nutzung der Mop-Funktion auf Teppichen Vorsicht walten lassen sollte. Die leichte Bedienung und die Möglichkeit, Reinigung zeitlich zu planen und anzupassen, machen ihn zu einem zuverlässigen Helfer im Alltag. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Tesfor S5 Max ist ein Roboterstaubsauger mit einer Saugleistung von 6000 Pascal, ausgestattet mit LiDAR-Navigation für präzise Raumkartierung und effiziente Reinigungsrouten. Er verfügt über einen 600 ml Staubbehälter und eine 350 ml Wasserbox für die Nasswischfunktion, die über die App in drei Geschwindigkeiten eingestellt werden kann. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 260 Minuten ist er für große Reinigungsflächen geeignet. Die Steuerung erfolgt über eine App oder per Sprachbefehl mit Alexa und Google Assistant. Insgesamt handelt es sich um ein gutes Modell, da der Saugroboter einige wichtige Funktionen bietet. Der Sako A10 ist ein schlanker 2-in-1 Staubsauger und Wischroboter mit 360 Grad Lasernavigation. Er verfügt über einen 600 ml Staubbehälter und eine innovative vibrierende Wischplatte für eine aktive Reinigung. Mit der App können Benutzer mehrere Karten bis zu drei Etagen erstellen, raumspezifische Reinigungen planen, Echtzeitüberwachung nutzen und Bereiche für die Reinigung anpassen. Der Roboter unterstützt die Sprachsteuerung über Alexa und Google Home und bietet eine Saugleistung mit verschiedenen Einstellungen für die Seitenbürste und Wasserausgabe. Insgesamt ist dieser Saugroboter durch seine Funktion und Eigenschaften eine gute Wahl. Der Medion X20 SW Plus ist ein fortschrittlicher Saug- und Wischroboter, der mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet ist, um eine gründliche Reinigung Ihres Zuhauses zu gewährleisten. Mit seiner Lasernavigation bewegt er sich sicher durch Ihr Zuhause und erstellt maßstabsgetreue Karten der Räume. Er verfügt über einen integrierten Wandsensor, der ihm hilft, entlang der Wände zu navigieren und Hindernisse präzise zu vermeiden. Dieser Roboter ist nicht nur zum Saugen, sondern auch zum Wischen konzipiert, mit einer 2-in-1-Funktion, die eine umfassende Bodenreinigung ermöglicht. Die Bedienung erfolgt bequem über Alexa, Google Home oder einer App, was eine flexible und einfache Handhabung ermöglicht.
Zudem bietet das Modell raumspezifische Reinigungsoptionen und die Möglichkeit, Verbotszonen zu definieren, um Bereiche auszuschließen, die nicht gereinigt werden sollen. Technisch gesehen hebt sich der Saugroboter mit seiner Saugleistung von 3000 Pascal hervor, was für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Staub sorgt. Er besitzt einen 0,15 Liter Staubbehälter, der automatisch in einen 2,5 Liter Staubbeutel in der Absaugstation entleert wird, was eine tagelange Reinigung ohne Benutzereingriff ermöglicht. Für die Wischfunktion nutzt der Roboter ein Wischtuch, das durch einen 0,25 Liter Wassertank befeuchtet wird, um den Boden zu reinigen. Die Batterielaufzeit ermöglicht bis zu 150 Minuten Betrieb, bevor der Roboter zum Aufladen zur Basis zurückkehrt. Der Lubluloo SL60D ist ein fortschrittlicher Staubsaugerroboter, der mit LiDAR 9.0 Navigationstechnologie für eine präzise Kartierung und Planung der Reinigungsroute ausgestattet ist. Er bietet eine starke Saugleistung von 4000 Pascal und kann bis zu 5 Karten speichern, was ihn ermöglicht, Reinigungspläne für verschiedene Etagen anzupassen. Dieser 2-in-1 Roboter kann sowohl staubsaugen als auch Böden wischen, wobei er 3 Wasserflussstufen für die Wischfunktion bietet. Mit der App können Sie No-Go-Zonen festlegen, sodass der Roboter bestimmte Bereiche wie Haustierschalen oder dicke Teppiche meiden kann. Obwohl er überzeugende Funktionen bietet, gibt es auch einige Nachteile. Einige Nutzer berichten von Schwierigkeiten mit dem Roboter auf dunklen Oberflächen und bei der Erkennung von Klippen. Außerdem ist die App und Sprachsteuerung aktuell nur auf Chinesisch verfügbar, was für englischsprachige Benutzer eine Einschränkung darstellen dürfte. Trotz dieser Einschränkung bietet das Modell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine überzeugende Wahl für Personen, die einen leistungsstarken, intelligent navigierenden und programmierbaren Saug- und Wischroboter suchen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergiss nicht, dass man in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung findet. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützt uns gerne mit einem Like. Eure Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögere nicht, deine Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Produkte verpasst. Bis bald!